Hallo, wir sind von der Kripo, Rietz Stehler. Sind Sie Frau Petri? Haben Sie uns gerufen? Ja, ich fürchte, dass meine Mitarbeiterin Rike was Schlimmes passiert ist. Ich glaube, dass sie jemand beim Füttern überrascht und in den Zwinger geschubst hat. Und die Huskies haben sie dann aufgefressen, weil sie Hunger hatten. Moment mal, ganz langsam. Wie kommen Sie denn darauf, dass hier jemand aufgefressen wurde? Rike ist wie vom Erdboden verschluckt. Da ist Blut im Hundegehege, Blut an der Schnauze von einem Hund und das Fressen steht hier so rum. Da stimmt doch was nicht. Naja, vielleicht ist Ihre Kollegin auch einfach nur kurz weg. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn Ihre Kollegin hier komplett aufgefressen worden wäre, dann würde sie anders aussehen. Rike hätte mir auf jeden Fall Bescheid gesagt, wenn sie kurz weg wäre. Und vor allem hätte sie die Hunde nicht hungrig zurückgelassen. Von wem soll das Blut denn sein? Ja gut, so viel Blut ist das ja jetzt auch nicht. Haben Sie mal versucht, die Rike anzurufen? Ja, hab ich. Ausgeschaltet. In letzter Zeit war hier öfters ein Tierquäler, der versucht hat, die Hunde mit Leckerlis zu füttern, die mit Rasierklingen gespickt waren. Vielleicht hat Rike ihn erwischt und er hat sie zu den hungrigen Hunden gestoßen. Huskies zählen zwar zu den 10 gefährlichsten Tieren der Welt, aber diese hier sind domestiziert. Und Sie sind? Marie Denker. Ich bin hier die Hundetrainerin. Was ist denn, wenn dieser Tierquäler hier war und das Blut von ihm ist? Ein Hund würde nur beißen bei Angst, Schmerzen, Verteidigung einer Person, Territorium. Sorry, aber du sagst es ja selbst. Und erst letztes Jahr hat wieder ein Husky einem Kind, das seine Hand durch den Zaun gesteckt hat, die Hand zerfleischt. Hunde können in diesen Situationen angreifen und man kann davon sterben. Aber sie greifen keinen lebendigen Menschen an. Sie würden höchstens einen Toten fressen. Ja, also so kenne ich das eigentlich auch. Aber gut, dass das da Blut ist, das glaube ich auch. Wenn es Sie beruhigt, rufen wir die Spurensicherung und dann sollen die das mal überprüfen. Okay, haben Sie denn irgendwas hier, wo die DNA von der Rike dran sein könnte, dass wir das abgleichen können? Ja? Ja, habe ich. Okay, super. Da müsste Ihre DNA dran sein. Super. Ihr voller Name ist Rike Blüm. Blüm, danke. Sagen Sie mal, ich habe gerade die Knochen hier gesehen. Wissen Sie, woher die stammen? Das sind Überreste vom Futter. Das sind schon mal größere Fleischstücke mit Knochen dabei. Ach so. Oder könnten es die Überreste von Rike sein? Wir lassen das auf jeden Fall überprüfen. Wichtig ist, dass Sie jetzt einen kühlen Kopf bewahren, weil wir wissen ja gar nicht, was hier passiert ist. Ja? Alles klar, bis gleich, Tom. Die Spurensicherung ist auf dem Weg. Okay, super. Sagen Sie, wann füttert Ihre Kollegin denn normalerweise morgens die Huskies? Die Fütterung ist immer gegen 7.30 Uhr. Und Rike hat ja den Eimer mit dem Futter schon vor den Zwinger gestellt. Sie war zur Fütterung also am Zwinger und muss dann verschwunden sein. Ich war heute um 8 Uhr hier, habe Rike aber nicht gesehen. Okay, also wenn ihr tatsächlich irgendwas zugestoßen ist, dann muss das ja zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr passiert sein. Ja, genau. Und ganz sicher hätte Rike die Huskies nie freiwillig ohne Futter zurückgelassen. Hm. Hey. Hallo, Fiona. Hallo. Wie läuft's denn mit Alf? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der mag mich nicht. Er spielt einfach nicht mit mir. Naja, ich kenne das. Ich habe eine Straßenhündin aus Griechenland und als ich die gekriegt habe, es war so schlimm. Der Hund war so traumatisiert und ängstlich. Es hat echt ewig gedauert, bis sie Vertrauen zu mir gefasst hat und sich eine Bindung zwischen uns aufgebaut hat. Ja, das ist immer so. Fiona, komm doch öfters mal vorbei. Du wohnst ja direkt gegenüber. Klar, gern. Direkt gegenüber? Ist Ihnen vielleicht heute Morgen irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nee, eigentlich nicht. Ich war um 7:15 da und da habe ich dich im Blumenkleid gesehen. Ich dachte, Sie waren erst um 8 hier. War ich auch. Und ich trage auf der Arbeit auch keine Kleider. Das muss jemand anders gewesen sein. Wie auch immer, es war jemand mit langen braunen Haaren. Ich muss echt los. Ich muss zum Hundetraining. Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke. Na gut, ich würde sagen, wir machen es so, wenn die Spurensicherung hier ist, dann soll sie mal eine Speichelprobe von allen Mitarbeitern des Tierheims nehmen. Und dann sehen wir weiter. Mittlerweile kann ich mir auch vorstellen, dass der Frau Blüm irgendwas zugestoßen ist. Die Frage ist nur, was? Das Mädchen engagiert sich sehr für Tiere. Der Bericht der Forensik ist da. Also, wie wir erwartet haben, die Knochenreste aus dem Müll stammen von einem Tier. Allerdings das Blut im Zwinger
ist von einem Menschen. Und das Blut am Maul des Huskys ist auch von einem Menschen. Ja, weder von Rike Blüm noch von einem anderen Mitarbeiter. Von wem dann? Und wo ist Frau Blüm? Ihr Handy ist immer noch ausgeschaltet und sie ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Vielleicht hat das Ganze mit dem Tierquäler zu tun. Ja, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Es gibt auch Mörder, die als Tierquäler angefangen haben. Die Psychologie ist fast dieselbe. Das sind Sadisten, die wenig Mitgefühl haben. Also ich habe ja folgende Theorie. Was ist denn, wenn Rike Blüm den Tierquäler erwischt hat, ihn getötet hat und dann Stück für Stück an die Huskies verfüttert hat? Inklusive Knochen und Schädel? Philipp. Na, das Motiv könnte ich schon ein bisschen verstehen. Tierquäler sind echt das Letzte. Vielleicht war es aber auch so, sie hat ihn erwischt, es gab eine Auseinandersetzung und dann hat er sie mitgenommen, entführt. Vielleicht war der Tierquäler auch die unbekannte Frau, die die Zeugen gesehen hat. Ja, aber vielleicht. Wir stellen hier gerade 1000 Thesen auf. Fakt ist, irgendjemand ist verletzt. Und der muss Kontakt zu Frau Blüm gehabt haben. Wir müssen einfach mehr über die Frau rauskriegen. Ich fahr mal zu der Familie. Leute, die Kollegen von der Spurensicherung haben am Hundezwinger noch einen Stofffetzen gefunden. Da ist anscheinend irgendjemand mit seiner Jacke hängen geblieben. Und? Brauchbare Spuren dran? Ja, und die sind auch in unserer Datenbank. Jens Köhler. Jens Köhler? Das gibt's ja gar nicht. Der ist schon dutzende Male wegen Gewaltverbrechen bei uns aufgefallen. Der hängt immer im Jugendclub ab. Ja, dann muss jemand zum Jugendclub und checken, ob der Typ Bisswunden hat oder ein Alibi. Nichts lieber als das. Den kaufe ich mir. Sehr gut. Bis später. Bis später. Jo. Jens. Was hast du denn im Tierheim gemacht? Da gibt's ja gar nichts zu schnorren. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe die ganze Zeit hier gechillt, wie immer. Ich rede davon, dass wir Stofffetzen gefunden haben, mit deiner DNA drauf. Und außerdem hat jemand versucht, Tiere zu vergiften. Und eine Mitarbeiterin ist spurlos verschwunden. Gut, dann war ich eben halt da, um mir die Tiere anzusehen. Da bin ich halt mit meiner Jacke an dem Zaun hängen geblieben. Ist doch jetzt nicht schlimm, oder? Aber mit dem Rest habe ich nichts zu tun. Gott sei Dank. Denn mit Tierquälern, die ihren Frust an wehrlosen Tieren auslassen, weil sie ihr Leben nicht auf die Kette bekommen, komme ich nämlich gar nicht klar. Ja, das stimmt schon. Wobei, wenn wir schon mal dabei sind, wer zahlt eigentlich für die Drecksviecher im Tierheim? Die Steuerzahler, oder? Wir sollen mal lieber in ordentliche Skaterparks investieren. Als wenn du Steuern zahlst. Tierquälerei wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft. Und wenn es nicht dein Tier war, kommen noch 3 Jahre obendrauf. Ach komm, jetzt übertreib mal nicht. Ich übertreibe nicht. Was hast du heute Morgen um 7.30 Uhr gemacht? Ja, was soll ich da großartig gemacht haben? Da habe ich tief und fest geschlafen, wie man so als Student so macht. Und du? Ich war arbeiten. Aber damit kennst du dich ja nicht aus. Was ist denn an deinem Knöchel passiert? Hat sich dein Hund festgebissen? Ich bin vorhin beim Skaten hingefallen. Ist doch jetzt nicht schlimm, oder? Du fällst doch auch mein, oder nicht? Mhm. Und pass auf, dass du nicht wieder hinfällst. Alex? Okay. Warte mal. So, jetzt kannst du. Ich habe gerade mit Rike Blüms Eltern gesprochen. Und es gibt da jemanden, der zumindest auch ein Motiv hätte, sie zu entführen oder vielleicht sogar zu töten. Oliver Bender. Der ist wegen Fahrerflucht mit Todesfolge angeklagt und mitten im Prozess. Frau Blüm sollte morgen früh gegen ihn aussagen, als einzige Augenzeugin. Ja, okay. Der hat ein Motiv. Lass uns gleich da treffen. Bis gleich, Alex. Wie geht's denn eigentlich deiner Lola? Oh, super. Die ist so gut drauf. Hier, guck mal, ich zeig dir mal ein Foto, wie die aussah. Hier, yeah, guck mal. Ach Gott. Da war die 3 Wochen alt in Griechenland noch. Nee. Ja, ich weiß noch ganz genau, als ich die abgeholt habe. Die war so traumatisiert, richtig ängstlich. Die wollte sich überhaupt nicht anfassen lassen. Ich verstehe das auch nicht, wie Leute Spaß daran haben können, Tiere zu quälen. Egal, ob dieser Tierquäler mit dem Fall zu tun hat, ja? Wir schnappen den. Und wenn du dir mal einen Hund holst, dann bitte einen aus dem Tierschutz. Ei, Mutti. Guten Tag. Guten Tag, wir sind von der Kripo, Riet Stehler. Dürfen wir kurz reinkommen? Ja, klar. Ja, wie kann ich Ihnen denn eigentlich helfen? Rike Blüm ist verschwunden seit heute Morgen. Seit ungefähr 7.30 Uhr. Und wir gehen davon aus, dass Ihnen das ganz gelegen kommt. In Ihrem Verfahren wegen Fahrerflucht haben Sie ausgesagt, dass Sie dachten, Sie hätten ein Reh angefahren und seien deshalb weitergefahren. Rike Blüm ist die Einzige, die morgen bezeugen soll, dass Sie ausgestiegen sind und Sie wussten, dass Sie einen Menschen getötet haben. Trotzdem sind Sie abgehauen. Rike Blüm ist die Einzige, die sie hinter Gitter bringen kann. Und jetzt ist die Frau verschwunden. Praktisch, ne? Hören Sie, ich werde und will mich zu diesem Verfahren nicht äußern.
Ja gut, dann brauchen wir eine DNA-Probe. Hören Sie, ich weiß genau, dass Sie eine richterliche Anordnung oder meine persönliche Einwilligung brauchen, um eine DNA-Probe von mir zu kriegen. Und letztere soll ich laut meinem Anwalt überhaupt nicht geben, vor allem wenn ich mitten in einem Verfahren stecke. Dann sagen Sie uns doch bitte wenigstens, wo Sie heute Morgen gegen 7.30 Uhr fahren. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter gekauft. Und dreimal dürfen Sie raten, welches. Morgens um 7:30. Dann gibt's ja da sicher Zeugen für, wie Sie mit Ihrem Einhorn unterwegs waren. Nein. Na, wobei, jetzt fällt mir ein, ich glaube, ich habe ein Video für meine Tochter gemacht. Ungefähr um diese Zeit. Weil die bei meiner Ex wohnt. Danke. Ja, stimmt. Oh, okay. 7.44 Uhr. Hallo, meine Süße. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Guck mal hier, in München, da wartet schon jemand auf dich. Aaron, übrigens, wegen der Gerichtsverhandlung morgen, mach dir bitte nicht allzu große Sorgen. Egal, wie das morgen läuft, ich werde immer für dich da sein. Was? Mit deinem Hundefangstock? Okay, wir kommen sofort. Wir müssen direkt ins Tierheim. Würden Sie bitte das Video weiterleiten? Die Nummer finden Sie auf dem Kärtchen, ja? Vielen Dank. Sie hören von uns. Wiedersehen. Wiedersehen.